Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Bioshock 2. Wir haben ja aufgehört, als ich da die gruseligen Sachen auf der Decke gesehen habe. Und ja, die haben mich ein bisschen nervös gemacht. Jetzt sind wieder 2 Tage vergangen und jetzt schwimmen wir wieder weiter. Und schauen wir mal, dass wir unseren Code hier kriegen. Und da ist schon jemand am Weinen. Was ist denn los? Na? Ah, ich will so überhaupt nicht darauf gehen. Ich hab's Angst vor diesen Viechern. Moin! Jetzt sind ja noch die normalen. Okay. Na? Oh, scheiße. Da ist ein Automat. Habe ich noch einen Heckpfeil? What the fuck? Mach mich nicht nervös. Nice. Dann habe ich hier schon mal Unterstützung. Und ich habe eine Little Sister. Okay, was haben wir hier hinten? Ich gehe mal ganz bewusst hier hinten lang. Und hier. Oh, guten Tag. Okay, den ignorieren wir mal. Guten Tag. Okay, das sieht nach Sexparty aus. Mit ein bisschen zu viel Drogen. Boah, schöne Musik. Und einmal Abschied, bitte. Klar, ich hatte schon einige Freier zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Ja, da ist was Wahres dran. Oh, die habe ich noch gar nicht untersucht hier. Okay, ich glaube, hier auf den Stockwerk haben wir es erstmal. Gehen wir mal hier weiter. Moin! Fick dich, mein Bruder! Ah, fuck! Fuck, 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 fuck! Ich häng fest! Bleib stehen! Ach, du Arsch! Komm her! Oh, nice! Okay, ist das jetzt Bug-Using, wenn ich das so mache? Oh fuck. Das funktioniert nicht so, wie ich es wollte. Nice. Nicht blau hin. Nice. Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht auch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Fuck. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Alter. Ich hasse die Viecher. Nee, das brauche ich echt nicht, dass die jetzt auf der Decke da noch rumlaufen. Na, haben wir da jemanden? Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Was zum... Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Oh, scheiße. Kamera. Okay, das lassen wir jetzt erstmal. Beziehungsweise, wir können mal schauen, ob wir von anderen Seiten irgendwie rankommen. Die Kamera sieht mich, oder? Ja, die sieht mich. Okay, dann gehen wir ja mal noch hier hinten. Oh! Gratis Munition, sehr gerne.
50er Kugel. Mal hacken. Ins Blaue. Nice. Ah, wobei, wir könnten jetzt mal schauen. Nieten können wir mal kaufen. Schwere Niete. Ja, 50er Kugel. Panzerbrechend. Speer. Machen wir auch mal. Heckfell wäre noch praktisch. Und hier noch ein Eifel. Okay, das habe ich vergessen. Wow, was zum... Arsch! Was war denn das jetzt? Bist du so explodiert? Oh no. Ist das ein Big Daddy, was da jetzt mal draufgelaufen ist? Oh, ja. Es ist tatsächlich ein Big Daddy. Sich jetzt kann man hypnotisieren. Electro Bolt. Die Person panzerbrechend. Scheiße, das ist der mit den Raketen, ne? Okay, ich werde das mal hier speichern. Und dann schauen wir mal, ob wir die Little Sister hier kriegen. Okay, das war aber nicht so geil. Hier MGs mit 4 und Raketen. Okay, scheiße, ich bin kurz am Draufgehen. Fuck, 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 fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, geschafft. Das ist schlechter gelaufen als gedacht. Wo ist sie denn? Komm her. Wisst ihr was? Wir machen gerade mal direkt ausbeuten. Mal schauen, was ich da krieg. Also wir haben ja noch zwei in dem Gebiet, von daher ist jetzt nicht so schlimm. Und wie viel plus? 160! Okay. Ah, bei den anderen kriegen wir halt schon über 200, glaube ich. Aber 160. Oh, bin ich zufrieden. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen doch jetzt den Code eingeben, oder nicht? Deswegen sind wir ja eigentlich daherkommen. Ja, okay, der Pfeil geht auch wieder nach draußen. Oh, Speer. Nice. Kann ich hier auch den Speer nehmen? Ne, ich bin voll. Oh. Und da. Alter, warum schießt du auf mich? Okay. Danke, Big Daddy. Okay, halten sind die Werte. Hacken. Ah, okay, aber ich hör sich selber. Tut dir nichts, noch nichts zumindest. Shit, ich hab mal jetzt auch nichts. Er hat doch gesagt, du sollst aufpassen! Ach, Scheiße! Ciao. Na, komm her. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der LA. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wade. Okay, was du immer hast. Scout, ermöglicht es dir, unsichtbare Plasmide schwenken, das Scout umzugehen. Winterblast, friert deine Gegner ein, zerschlage sie in 1000 Stücke. Aufladen und Spicer rekrutieren. Okay, erschaffe fallende Spicer hier.
Eve Upgrade, Plasmidslot, Gentonika. Ich glaube, ich mache. Nein, ich will noch nichts ausrüsten. Ich mache diesen Winterblast. Den tun wir mal mit rein. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Das geht bestimmt nicht bei den Großen. Und dann haben wir da, lässt seine schwarmstechende Insekten frei die Gegner angreifen. Ah, und Hypnose. 120. Und maximal Eve, das machen wir jetzt nochmal zweimal. Und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. Okay, hier glaube ich haben wir ja alles schon untersucht. Eve, bitte. Nice. Ah, die ist noch auf unserer Seite. Alle. Moin. Wo ist der andere? Du hast den Code gefunden, ja? Gut. Dann schnell zu der Tür und die Ziffern eingegeben. Ja, kein Stress. 19. Okay. Annehmen. Nein, bitte, bitte keine Überraschung. Bitte, bitte, bitte. Können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Alter. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Alter, bitte. Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Ach, Mann. Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Okay. Oh, fuck. Na komm. Kaputt. Fuck. Wo sind die anderen? Muss ich überhaupt irgendwo hin? Komm, lad schnell danach. Alter. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Na geil. Was ist hier so lang? Oh fuck. Moin. Ah. Wer lauft hier da unten? Was klingt hier so metallisch? Oder bitte sich. Na, das bin nicht ich. Oh Mann. Wow, wow, wow. Alter. Nervt's mich nicht. Geht's bitte einfach. Aber es ist schon ein cooler Effekt, wie die da runterfallen, wenn sie vorne sind. Eleanor Lamp ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst unseren letzten Lohn bringen. Ah, doch. Wenn er so weitermacht, schon. Alter, Big Daddy da unten, oder was? Ah, wo? Oh. Oh, nice. Scheiße. Oh ja, nice. Es geht auch bei den Großen. Sehr gut. Kann der Strom jetzt endlich mal wieder gut kommen? Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Ja, gleich. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier Munition kaufen. Hab wieder mal dezent ein bisschen was ausgegeben.
Also ein bisschen verschossen, muss man so sagen. Okay, das bringt mir nicht so viel. 50er Kugeln. Oh, Mann, ich hätte gerne ein bisschen mehr. Was wett... Oh, das kann ich untersuchen. Kugel, nice. Was wett man, dass wir hier wieder rauskommen werden? So, Speer, Film... Ach, machen wir das Schrot erstmal. Okay, was für Überraschung. Ach, frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan, was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort. Eisverbandskasten. Und El Amonisho. Ich hätte gern gerade Sachen wieder. Na, schwer denn? Dankeschön. Sollen wir uns jetzt gerade hier die zweite Little Sister holen? Ich habe zu wenig Stuff. Noch ein bisschen mehr Zeugs. Oh fuck. Ach nee, scheiße. Kann ich dich hacken? Nice. Komm, Big Daddy, hilf mir doch mal. Alter, nervt's mich nicht. Okay, die werden wir uns jetzt auch noch schnappen. Nice. Dann haben wir jetzt zwei. Sehr gut. Und ich habe wieder jetzt null von gar nichts. Geil. Kann ich hier was anderes kaufen? Nein, das sind genau die gleichen Sachen. Okay, einmal hacken hier. Verbandskasten. Ja, sieht das. Sieht nur, da komme ich nicht gleich. Ah, scheiße, Kamera schon wieder. Fuck, ich mache den gleichen Fehler gerade zweimal. Geil. Oh, was ist hier? Hab ich eigentlich noch ein Heck? Ja. Wo ist die Kamera? Da, ach, da hinten. Geh mal weg da bitte. Na komm, beruhig dich. Schalt dich ab. Kamera. Und komm. Nice. Ich mach dir... Also ich tu dir noch nichts. Was ist das? Little Sister... Ich gehe erstmal hier rein. Das klingt interessant. Das ist das Sister Waisenhaus. Okay. Ja, war ja klar. Moin. Nice. Nice. Verbandskasten. Immer gut. Oh, Malstifte. Schrot. Oh, sieht ziemlich abgefragt hier aus. Okay. Eve.
Nice, hat sich schon mal gelohnt. Was bist du da hinten? Oh, ein Geschenk. Autoheckpfeil, nice. Fallniete. Fallniete, Dollar. Und wieder was zum Anhören. Ich bin ganz alleine hier, Mr. Tonband. Du bist mein flüsternder Freund. Dauernd kommt ein Arzt zu mir. Er sagt, Rapture braucht mich und dass er mich morgen woanders hinbringt. Ich habe gefragt, warum. Da hat er nur gelächelt. Ich bin keine Waise. Mom lebt ja irgendwo. Und Tante Gracie sucht mich wahrscheinlich. Aber ich kann nicht auf sie warten. Ich werde fliehen und Amir suchen. Und dann klauen wir ein U-Boot. Noch vor morgen weiß ich, wie Sonnenschein sich anfühlt. Ja, da hat sie noch Fantasie gehabt. Was, warum bin ich jetzt eigentlich... Nein. Alter, was soll jetzt der Blödsinn? Hallo? Wow. Alter, Alter, scheiße. So, und tschüss. Scheiße, ihr habt keine Leben mehr. Komm her. Ah, das mit dem Werfen wird nichts. Scheiße. Nee, ich brauch was anderes. Ich brauch ein Speer. Nice. Wo sind die Schwerte jetzt hin? Dankeschön. Okay, wir machen hier einen Abflug. Wir sind hier, glaube ich, nicht willkommen. Gut, das habe ich ganz übersehen, wenn wir mal reingehen. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Da hat sie ja noch Goodies. Okay. Und... Wow, Alter! Was schreckt mir denn so? Okay, das gefällt mir, dass ich die Schwere wieder kriege. Das... Wo bist du? Irgendwo da oben, vermutlich mal. Okay, gehen wir mal da rein, wo der Pfeil schon die ganze Zeit sagt. Wir sollen hingehen... Das sieht süß aus. Durch Adam gehen unsere Seelen über in ihr heiliges Blut und werden wiedergeboren als ein einziger, unbefleckter Körper. Wie kann ich das mit dem Mini-Geschütz machen? Ist da irgendeine Waffe dabei? Nein. Ach, da ein Mini-Geschütz. Okay. Okay, mach dich fertig, komm. Wow. Alter, warum ist jetzt ein Alarm? Ach nee, draußen ist ein Alarm ausgelöst worden, oder? Wollte ich wieder aufnehmen? Nee, natürlich nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Und dann haben wir hier sowas wie ein Altar. Alles klar. Andrew Ryan ließ uns verwirrt und alleine zurück in den Trümmern von gestern. Aber Sophia Lamp zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir zusammen sind. Eine Familie. Wenn ihr also einen Menschen seht, der auf Knien ist, dann erkennt, dass er euer Bruder ist und helft ihm auf. Sophia Lamb lehrt uns, das, was allgemein ist, ist gut. Das, was nicht mehr teilbar ist, ist richtig. Sie führt uns alle zu dem Unteilbaren, entlang einem Fluss von Adam. Raptures Tochter Eleanor wird unser Medium sein. In ihr werden wir wiedergeboren. Okay, das ist strange. Was bei Witch VR saved? Okay. Okay, El Amonisho.
Verkaufsautomat einmal hacken. Hätte gern wieder gratis Zeugs. Dankeschön. Na komm her. Gib her. Gib, gib. Okay, Verbandskasten. Spritze hätte ich gern. Und bieten. Und jetzt haben wir wieder vergessen. Alles klar. Okay, the Temple of Lamb's Temple. Alter Gott. Aber die Bestie sitzt uns im Nacken, Kinder. Sie trägt eine Haut aus Eisen. Und ihre Klauen bringen Tod und Veränderung. Sie will uns das Kind rauben. Und mit ihm das Paradies selbst. Ob irdischer Soldat, ob Engel des Himmels, steht nun fest und jagt die Bestie zurück in den Höllenschlund. Könnten echt beide zusammen sein, sind beide genauso verdückt. Okay, Waffen-Upgrades, das ist immer gut. Bohrschaden, Hitz, was Hitze-Upgrade für Nietenpistole? Mechanismus bei Hitz, Nieten auf einen weißglühende Temperatur, bevor sie verschossen werden. Achtung, kann Leben bei wiederholtem Beschuss in Brand setzen. Den Schaden. Ich glaube, ich mach das. Das klingt witzig. Wir gehen auf die normale Niete und dann gibt es noch wieder was. Therapie mit Grace 2. Also, Dr. Lamb, ich bin hier. Aber dass ich einen Schmetterling trage, heißt nicht, dass ich glücklich bin. Grace, das weiß ich nur zu gut. Ihr Kinderwunsch macht sie als Mensch aus. Aber biologische Loyalität bringt uns gegen den Rest der Welt auf, den wir doch gleichermaßen lieben sollten. Ihre Armut ist ein Zeugnis dafür. Aber ihre Stimme inspiriert die Menschen. Ich bitte sie, einer viel größeren Familie beizutreten. Obwohl ihr Körper sie im Stich gelassen hat, werden sie in uns weiterleben. Okay, also die nächste Tode hat jetzt schon drauf mit dem Feuerschaden. Nice. Hast du jemand? Ah, die Verbandskasten. Hab ich doch gerade jemanden gesehen hier. Alter, riesig. Ah, scheiße. Ich brauche eine andere Waffe. Ah, komm her. Fuck. Alter, die Nieten bringen es ja mal gar nicht. Ah, nicht die Nieten, der Speer. Alter, du bist doch so stark. Okay, er ist tot. Aber irgendjemand schießt da noch. Ach, da hinten. Alter, ist das jetzt der Fahrer gewesen? Und tschüss. Die Pumpensteuerung sollte sich hinten befinden. Aber eins noch. Sobald du anfängst, Dionysus Park abzusaugen, bleibt uns nur ein winziges Zeitfenster, um dich dort reinzukriegen. Ich habe nicht mehr viel Luft, aber ich halte durch. Mach dich bereit, bevor du den Schalter umlegst. Definier wie... Moment, das heißt, wir müssen dann hier alles verlassen, oder was? Du bist wirklich ein hart... Okay, ja, warte mal. Der Brockenjunge! Jetzt angel dir den Schlüssel von ihm. Verschaff dir damit Zutritt zum Pumpensteuerungsraum. Ja, gleich. Lass mich erstmal kurz gucken, was wir hier noch alles haben.
Vor allem Munition wäre nicht schlecht, dass ich das überall kriege. Okay, da haben wir schon. Kommt man auf die Idee, hier so eine Kirche zu machen, hier drunter? Soll das Lamp sein? Grundsätzlich ist das Bild ja gar nicht mehr so unschön. Okay. Giftspritze, Verbandskasten, sehr nice. Das Credo der Gläubigen. Wir glauben an die Tochter des Lamms. Geheiligte Retterin, gesalbtes Medium. Deren Blut mit unserem Blute, deren Geist mit unserem Geiste, deren Leben mit unserem Leben uns aus der Tiefe erhebt, niedere Versuchung überwindet und erlöset uns alle von dem Ego. Wir verschreiben uns dem Neuen und Unbekannten, getragen von unserer gemeinsamen Kraft und geführt von dem Lamm. Okay, wir haben jetzt gerade den Hinweis mit der Little Sister gekriegt. Hat natürlich schon was, dass es dann schwieriger wird ohne gefährdetes Geld. Mit weniger Upgrades. Dann werden wir das doch mal machen, dass wir uns die anderen Little Sisters mal hier holen. Wenn das der letzte Task hier ist. Es sind ja immerhin zwei. Wenn wir dann zweimal 160 kriegen. Ja, warum nicht? Vor allem Gesundheit und Widerstand wäre noch ganz praktisch. Beziehungsweise zumindest eine Little Sister sollten wir uns holen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alle zwei machen möchte. Na, kommen die Gegner wieder? Tun sie ja noch gerne in dem Spiel. Moin! Du hast noch Mini-Geschütz gehabt. Okay, da ist Vita Chamber. Kann man nichts machen. Aber jetzt sollte gut ist. Okay, Plaza Hedon, Security Lockdown. Na, da geht's dann vermutlich lang. Ich weiß nicht mehr, was passiert, wenn die Pumpen an sind. Moin! Moin! Und tschüss! Na komm her! Okay, was hat's hier drin? Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Nö, das sieht neu aus. Guten Tag! Nice, Heckpfeil, der Laserfeuer. Und noch. Naja, die Miete ist höher. Wo ist die Little Sister? Engel machen mich müde, Mr. Bubbles. Nice. Oh, guten Tag. Wer ist da? Ich bin Klesser. Big Daddy ist da. Oh, scheiße. Mit dir will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen und ich will auch keinen Pfeil verschwenden. Irgendwo da hinten. Wohin? Da! Nice! Haben wir gefunden. Okay, wir werden erstmal. Mini-Geschütz. Mini-Geschütz. Okay, das ist jetzt gerade ziemlich einfach.
Nein, scheiße. Okay, das ging jetzt einfach. Raketenspeer vor dem Wind. Ausbeuten. Ja, tut mir wirklich leid. Aber ich brauche das Item. Und ich will mal ein bisschen Zeit sparen. Das ist aber wieder 160. Oh yes. Sehr gut. Kann ich mich dich wieder... Na, dich kann ich natürlich nicht nehmen. Und die anderen Speere. Von da. Oh, nice. Oh, haben wir dann Tonband vergessen? Ah ja, Tatsache. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Okay, mal kurz ausrüsten. Cyclone hat scharfe Fallen, die Splice in die Höhe, wir haben sie auf dem Weg nach unten schwer verletzen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Trinker. Trinkverlangen werden eine kleine Menge Eve wiederhergestellt. Das klingt. Vorsicht, der Hacker. Der Hackernadel bewegt sich etwas langsamer. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Elektrohaut. Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität. Du fügst bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Oh ja, bitte, 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 bitte. Das hätte ich gerne. Aber dann brauchen wir jetzt. Na, ich kaufe mir das zuerst, bevor ich mal wieder einen Slot kaufe. Was erhöht den Schaden, den du durch Kammerspots und Geschicke zufügst? Okay, Kurzschluss. Elektrische Angriffe setzen sich jetzt gibt die Länge außer Gefecht. Easy Hack. Hack-Erfolgsrunden werden etwas größer. Headhunter, deine kritischen Treffer bewirken größere Schaden. Das finde ich aber fast noch geiler. Sicherheitslücke. Wandel des Inferno, du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden. Na, ich hätte es gern mit dem Elektroschaden, Elektrohaut. Was nehme ich dafür weg? Was habe ich jetzt da gerade austauscht? Okay, ist ja egal. Dann gehen wir jetzt mal zum Pumpenraum. Ich hoffe, das bringt's. Weil gerade Kombination Elektrobolt, was ich oft nutze, und dann noch mehr Elektroschaden. Nice. Habe ich dich schon? Nö. 352 Dollar. Wo habe ich denn so viel Dollar jetzt auf einmal herkriegt? Cheerio. Alles klar. Tun wir hier mal obligatorisch wieder speichern. Und oh, wir sind schon bei 38 Minuten. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode, wenn wir hier die Pumpstation anmachen. Und mal gucken, was passiert. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und bis denn dann. Tschüss.